ja, wie ist es eigentlich möglich, dass es die halbe Menschheit nicht interessiert, was alles in der Welt abgeht? Wie kann man gemütlich daheim WM gucken, während man weiß, es verhungern überall auf der Welt Menschen? Das sind alles Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Menschen stellten sich schon immer Fragen, auf die sie keine Antwort gefunden haben. Fragen wie, gibt es einen Gott? Was ist der Sinn des Lebens? Was passiert nach dem Tod? Was ist richtig und was ist falsch? Diese Fragen stellten sich die Menschen auf der ganzen Welt. So entstanden überall Religionen, die den Menschen Hoffnungen gaben und Werte wie Nächstenliebe, Respekt und Freiheit vermittelt haben. Doch so schön wie die Sache am Anfang war, blieb es nicht lange. Die menschliche Gier nach Macht sorgte dafür, dass sich zahlreiche Leithammel dazu aufgefordert fühlten, von nun an im Auftrag Gottes zu handeln, wenn sie in den Krieg zogen. Man predigte den Bürgern sinngemäß, Gott ist ein alter, lieber Mann, der dich von ganzem Herzen liebt und im Himmel sitzt. Jetzt geh für ihn in die heilige Schlacht, sonst wirst du als Ketzer gehängt und wirst in der Hölle in einem ewigen Höllenfeuer brennen. Der Respekt vor Gott, der Respekt, den die Menschen vor Gott hatten, wandelte sich in Angst um. Wir fragen uns heute, wie konnten sich die Menschen so lange unterdrücken und manipulieren lassen? Wieso zogen so viele wegen einer falsch ausgelegten Religion in sinnlose Kriege? Man muss nur die Augen öffnen. Man sieht es überall in der Welt. Die westliche Welt glaubt auch an einen Gott, an den Kapitalismus. Und uns wird eingeredet, unsere Währung ist das Wichtigste und der Euro und der Dollar würde die ganze Welt... Moment. Die westliche Welt glaubt auch an einen Gott, an den Kapitalismus. Uns wird eingeredet, unsere Währung ist das Wichtigste und ohne Euro oder Dollar würde die ganze Welt zusammenbrechen. Uns wird suggeriert, die Menschheit würde aussterben, wenn der Dollar stirbt. Aber eine Währung ist nichts anderes als ein Glaube in ein Papier und Zahlen auf den Rechnern von irgendwelchen Banken. Dieser Glaube wird von den Reichsten dieser Welt gnadenlos ausgenutzt. Sie können nur Kriege führen, weil die Industrie, die Soldaten und alle anderen Beteiligten an die Zahlen glauben, die sie auf ihre Konten schreiben. Die Parallelen sind zu erkennen. Heute wie damals schafft man es mit Lügen und Manipulation, ganze Völker und andere Gesellschaftsschichten gegeneinander aufzuhetzen. Der Staat teilt und herrscht. Und damit das auch immer so bleiben kann, wird immer mehr ausgespäht und überwacht. Schließlich will der Staat alle Bürger unter Kontrolle halten und früh genug wissen, wenn ihn jemand nicht mag. Uns wird erzählt, es geht dabei um Schutz gegen den Terror. Aber es ist nur Verschwendung von Millionen von Steuergeldern, die woanders wirklich Leben gerettet hätten. Jedes Jahr sterben 13 Menschen, weil sie von Kohleautomaten erschlagen werden. 107 Tote gibt es im Durchschnitt jedes Jahr bei Rehangriffen. Und ca. 1000 Menschen ersticken an Kugelschreibern. Die NSA hat noch nie einen Terroranschlag verhindert. Selbst Fachleute sagen, dass die Kosten in keiner Relation zu den Ergebnissen stehen. Trotzdem wird permanent weiter Panik gemacht und weiter spioniert. Ich frage mich öfters, wer trägt wirklich die Schuld an unserer aktuellen Weltpolitik? Die Politiker, die tagtäglich Waffen in Krisenregionen exportieren. Ja, und sie unterschreiben diese Verträge. Die Mainstream-Medien, die uns jeden Tag mit neuer Propaganda verarschen wollen. Ja, denn durch sie lebt der Durchschnittsmensch in einer völlig verschobenen Realität. Die Finanzelite, die genug Geld hat, um die gesamte Weltarmut zu beseitigen, aber Geld lieber in Kriege investiert. Ja, sie tragen wohl die größte Schuld, denn sie regieren die Politik und die Medien. Wir als einfache Bürger dürfen aber nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen, denn wir geben ihnen die Gelegenheit dazu. Gandhi hat mal gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst in dieser Welt. Jeder Mensch kann einen Teil dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird. Ich versuche mich zum Beispiel immer mehr von der Abhängigkeit von Firmen wie McDonald's zu lösen. Wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, ja, das ist sehr schwer für mich.
Wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, ladet Videos hoch, die nicht nur das zeigen, was in den Medien steht. Klar, man kann die Welt nicht von heute auf morgen ändern, aber man kann jeden Tag einen Teil dazu beitragen, dass es besser wird. Es gibt immer noch zu viele schlafende Menschen auf dieser Welt. Das Wichtigste ist, habt Geduld, gebt niemals auf, sonst wisst ihr nicht, ob ihr es morgen geschafft hättet. Dankeschön. So, the